Grüß dich, hier ist der Olli. Ich nehme mich mit auf eine Joggingrunde around South Beach, Miami. Miami Beach, der Wahnsinn. Hier werden wir später auf. In Amerika wird immer noch erinnert an die Opfer, die am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden. Und es steht hier direkt vor dem Tempel Emmanuel. Das ist das jüdische Center hier in Miami Beach. Das ist eine krasse Sache, was passiert ist. Sind mal gespannt, was passieren wird. Und hoffen wir natürlich, ne? In diesem Sinne macht's ganz gut. Servus und ciao, sagt der Olli. Und jetzt joggen wir weiter. Nach 6,8 Meilen, after 6.8 Miles, in about an hour and 10 minutes, I'm here, ready for a swim, and I'm just gonna finish it up. Obviously, jetzt da hab ich ein Gatorade gebraucht, ne? Und Olli Dave Tours ist überall dabei. In diesem Sinne, macht's gut. Und wie schaue ich aus nach, weißt du schon, wie viel Meilen war es? 6,8, immer noch ganz gut, oder? Also in dem Sinne, servus, ciao. See you later. Let's continue running. The end. Ciao. Alles hat ein Ende und der Lauf hat eins. Schau dich an. Keiner am Strand, keiner im Meer. What's going on? Es ist heute ein wenig stürmisch, ne? Von daher ist nichts los und in New Jersey und in New York haben wir kind of state of emergency. Also um New York City und natürlich im Staat New Jersey. Das ist Miami. Jetzt schauen wir mal, wo es hingeht. Da drüben ist das Fountain Blue. Tolle Sache. Der Strand ist der Hammer. Und wie gesagt, keiner da. Super. Ich hoffe, der Run hat euch Spaß gemacht. Das könnt ihr alles nachlaufen. Ich kann euch gerne nochmal die Locations geben. Damit habt ihr schon mal einen Tag gefüllt von eurer Zeit in Miami. Und für einen anderen Tag habe ich eine Idee, ne? Oder ich komme dazu, ganz einfach. Ciao, servus.